Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Polybridge 2. Und heute sind wir in der fünften Welt, im 11. Level. Und zwar und jetzt alle. Und wir haben 61.000 Dollar zur Verfügung. Und das Auto muss hier hoch, dann hier runter und dann glaube ich wieder hier hoch. Wenn es mich recht entsinne. Und das versuchen wir heute mal. Let's go! Außerdem sehe ich gerade, wir haben nur eine Hydraulik, was natürlich sehr schwierig ist. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Ich würde hier erstmal überall Straßen hin bauen. Genau, die Frage ist, wie machen wir das? Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier vorne das machen. Weil das muss ja einmal komplett hoch. Aber so eine Hydraulik macht halt sozusagen... Hat zwar 4 Meter Länge, wenn ich jetzt... Also das Fahrbahn fährt ja sozusagen nur 50 ein. Und dadurch halt nur 2 Meter. Wir müssen ja trotzdem 4 Meter hoch. Und deshalb versuche ich mal was zu bauen. Also erstmal würde ich... Dreiecke nehmen. Das einfach... Das einfach festzumachen. Und jetzt muss man halt gucken, wie man das da hochbekommt. Natürlich. Und dann, ja. Also ich würde es versuchen mit einem Linkage. Am besten, ja, guck mal. 2 Meter. So oder so. Oder so, das geht auch. Und dann so. Und dann müssen wir das hier. Das kann weg. Genau, und dann machen wir einfach, das passt. Jetzt müssen wir das hier festmachen noch. So, und jetzt müssen wir das auf die andere Seite auch machen. Und jetzt die verbinden, das hier auch noch festmachen und dann hier den locken. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir das hochbekommen. Jetzt muss ich mal überlegen. Weil... Genau so vielleicht. Und jetzt einfach... Oh, warte mal. Geht das? Wir probieren erstmal aus, ob das überhaupt funktioniert. So, hier natürlich auch noch und genau, perfekt, das passt alles. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, funktioniert das? Okay. Es fährt viel zu weit. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich gerade lost? So, ich habe jetzt herausgefunden, wie man es bauen muss. Und zwar so, wie es hier ist. Und zwar haben wir hier den Linkage. Und ich zeige euch einfach mal, wie es funktioniert. Und zwar fährt ihr rein, fährt ihr hoch und hakt sich ein. Und das kopieren wir jetzt einfach überall hin. So, wie es jetzt hier ist. Und dann sollte das... hoffentlich funktionieren. Mal gucken, ob es überhaupt dann funktioniert und wir müssen es dann noch verbinden. Das haben wir auch noch. So. So. Und dann hier auch nochmal dorthin. Genau. Die Frage ist, wir könnten es natürlich hier auch noch spiegeln. Muss ich dann gucken, wie es... Ja. Ja, ne, lassen. Erstmal. Machen wir erstmal die beiden vorderen auf jeden Fall. Und jetzt müssen die natürlich auch hier hin. Und jetzt müssen wir die hier irgendwie zusammen machen. Dass die gleichzeitig losgehen. Das so.
Genau, und jetzt hier auch so und so. Und jetzt müssen wir das hier gucken, dass es auch mit dem. Ah, wie machen wir das? Wir machen. Schwierig. Was, wenn wir es flippen? Ja, das macht dann aber nicht so viel Sinn. So, wir haben schon mal hier das ganze Konstrukt fertig gemacht und hier gucke ich mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht noch hier einen rein. Und dann müssen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und ob das eine Hydraulik schafft. Ja gut. Das sollte vielleicht verstärkt werden. So. Weil das hier halt ganz schön schwer zu ziehen hier hinten. Ja, nee. Wir machen einfach das hier hinten weg. So und das hier auch. Dann machen wir einfach Hydraulik. Ah, nee, geht auch nicht. Dann machen wir die vorne hin. Ich muss gerade überlegen. Doch, das geht. Doch, das geht. Komm. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Was soll das wieder hier? Es muss einfach nur halten. Oh, was soll denn das? Boah, ich blicke auch gar nicht mehr durch. Schwierig. So. Und jetzt probieren wir es auf jeden Fall nochmal. Stunden später nochmal alles umdesignt. Mit so einer Konstruktion, die hier oben entlang geht. Und dann von oben das so grabbt, wie auch immer. Und das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. So. Ja, endlich. Nice. Perfekt. Ja, sehr gut. So, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sehr, sehr schwere Brücke, muss ich echt zugeben. Also, hui, würde ich sagen, Hut ab. Und danke fürs Zusehen, liken, abonnieren und ciao.